Sie brauchen im Wesentlichen diesen Kanal hier nicht zu abonnieren. Die meisten von Ihnen, die sich da als Abonnenten bei mir rekrutieren, jetzt wieder über 500, sind Trolle, Hater und zu dieser NWO-Bande, Sekte dazugehörige Eleven. Das weiß ich. Aber ich habe auch Fans. Grüße gehen raus an die drei sehr netten jungen Herren aus Düsseldorf und die eine nette junge Dame, die sich extra die Mühe gemacht haben, während eines Berlin-Aufenthaltes mich aufzusuchen. Wir haben uns zusammen fotografieren lassen. Ich wünsche euch alles Gute und ich brauche kein Geld von euch. Ich weiß, ihr würdet spenden. Ich glaube euch, auch wenn ihr sagt, dass ich auch bisweilen eine Menge Fans habe, die mir was abgewinnen können. Aber die überwiegende Majorität der Leute, die sich für mich in Anführungsstrichen interessieren, sind Abschaum. Ja? Und darüber hinaus möchte ich noch für die Justiz eins hier anmerken. Sowohl die Kanäle unter meinem Namen Atari Jaguar Fan 67 Kanal sind nicht mehr unter meiner Kontrolle, Elvis the Legend auch nicht und Starker bzw. Deutscher Phönix auch schon lange nicht mehr, wurde ja zuletzt umbenannt in Forensic Phönix. Dort war ja dann ein Video hochgeladen, authentisches Ende des Mimo Baraka Games, in dem du Arschloch Reiter Wichsler hier bei meiner Mutter an der Tür warst. Und ich sage dir, Freundchen, wenn ihr hier nochmal auftauchen solltet, fließt Blut und zwar euers, dann schlage ich euch krankenhausreif bzw. zum Pflegefall und halte euch fest, bis die Polizei kommt. Ja? Nochmal macht ihr sowas nicht. Ja? Und bedroht meine Mutter und bezeichnet sie als Hure und Schlampe und ob du sie ficken willst und so weiter. Reiter Wechsler, du stehst ganz oben bei mir auf der Abschussliste. Ich kehre dein Innerstes nach außen. Ich breche dir jeden Knochen im Leib, wenn du hier wieder auftauchen solltest und eine bedrohliche Situation forcieren solltest. Dasselbe gilt für dich, Honig, und auch für Sie, Herr Goldnatz. Ja? Ich habe Sie nicht vergessen. Ja? Sie werden alle noch Ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Ich lasse Sie nicht davon kommen. Und wenn Sie und Ihre NWO-Bande, Klitsche, Sekte sich irgendwann mal wieder etwas einfallen lassen sollten, mir zuzusetzen, wird's brutal. Und deswegen komme ich auch nicht in die Forensik. Ich spreche ja hier keine expliziten Mord- und Tötungsabsichten aus und Morddrohungen, aber ich verhelfe jedem von euch zu Pflegestufe 3 bis 5, wenn es sein muss. Jeden. Merkt euch das. Und ihr braucht hier nicht großartig zu abonnieren. Hier gibt es im Wesentlichen nichts mehr für euch abzugreifen, was ihr als sogenanntes Met verwerten könntet. Und sollte ich irgendwann einmal in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren Bock haben, etwas zu dokumentieren in Bezug auf die Ergreifung und Dingfestmachung von einigen von euch, ja, und dass ihr dann in die Forensik kommt, dauerhaft mit Sicherungsverwahrung und so weiter, dann werde ich das hier schon mitteilen. Aber ansonsten still ruht der See. Ja? Hier gibt es nichts im Wesentlichen mehr für euch. Ja, und wie gesagt, die gehackten YouTube-Kanäle, mir ist zu Ohren gekommen, dass dort von dort aus Schindluder getrieben wird. Ich versichere Ihnen da draußen, die anständig sind hier bei YouTube, ich bin es nicht. Ich habe keine Gewalt, keine Kontrolle mehr über diese YouTube-Kanäle. Durch eine Backdoor-Aktion hatte man Zugriff auf meinen Account, auf meine Kanäle, hat die Passwörter geändert und ich kann mich da auch nicht mehr einloggen. Bin also auch nicht verantwortlich für den Müll, der da bisweilen hochgeladen wird, ja, in meinem Namen. Ihr solltet vielleicht dazu übergehen, Kanäle wie Atari Jaguar Fan 67, Elvis the Legend, Starker, Deutscher Phönix, wie auch immer, zu streiken. Damit erweist ihr mir einen Bärendienst, ihr anständig gebliebenen YouTuber, wenn ihr Bock drauf habt. Jedenfalls wisst ihr jetzt aus erster Hand von mir, dem echten Mimo Baraka, dass ich das nicht mehr bin, ja, der diese Kanäle betreibt. Gut, das war's im Wesentlichen.
Hier ist es schön in Berlin. Heute ist dieser Weltfrauentag, Feiertag hier in Berlin. Alle Geschäfte sind geschlossen. Momentan scheint die Sonne. Das wechselt immer ein bisschen zwischen Sonnenschein und Bewölktsein. Aber es ist angenehm, angenehm. Man kann ja durchaus sagen, dass wir einen vorgezogenen Frühling haben. Gut. Dann wünsche ich allen anständig gebliebenen YouTubern da draußen alles Gute soweit. Bedanke mich für die Anteilnahme der Fans, die neulich hier waren und mich besuchten aus Düsseldorf, aus Nordrhein-Westfalen und verbleibe soweit erstmal mit Grüßen an die anständige Klientel unter euch YouTubern, die mir was abgewinnen können und alle anderen können mir mal beim Mondschein begegnen und das besser auch nicht. Denn ich weiß genau, wie ich reagiere, wenn ich einen von euch hier bei uns in der Nähe auf frischer Tat ertappen sollte. Geschweige denn versucht werden sollte, an meine Mutter ranzukommen. Dann fließt Blut, reales Blut, und zwar euers, ausnahmslos, im Namen des Notwehrparagraphen, der mir zusteht. Und dann richte ich euch so zu, dass ihr ein Lebtag dran erinnert werdet, was für Kreaturen ihr seid, was für widerliche Kreaturen ihr seid und dass ihr euch nicht als Menschen bezeichnen könnt, ihr Teufel in Menschengestalt. Und gut Ding will Weil haben. Der Niedergang dieser NWO-Bande-Sekte zeichnet sich ab. Ich kriege mit, dass immer mehr Leute voller Unmut sind hier bei YouTube gegen euch Arschlöcher, gegen euch Abschaum. Und eure besten Tage sind vorbei. Und das ist auch gut so.